Ja, ich begrüße Sie alle recht herzlich, bei euch, auch euch. Besonders begrüßen möchte ich, wir haben heute Besuch aus Frankreich von der großen Moschee in Straßburg. Das ist einmal der Generalsekretär Mustafa Sadri und Abdul Munim, Seria. Und auch extra begrüßen oder besonders begrüßen möchte ich Herrn Senator aus Düsseldorf, der uns heute auch noch hier beehrt. Ich bin Sven Jonas Martinsen. Ich werde euch und Sie heute durch diesen Tag begleiten. Sostal wird uns gleich mit einem Verhandlungs dazu belehren. Sostal ist jemand, der am Koran-Kurs teilnimmt. Und bis bald. Bismillahirrahmanirrahim. الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Vielen Dank für die Rezitation. Ich habe noch eine Bitte. Erzähl uns doch vielleicht ein bisschen was über den Korankurs, an dem du teilnimmst. Ich muss sagen, dass ich zu Beginn des Korankurses sehr viele Probleme hatte, die Sprache zu lesen. Ja, also ich bin nicht mit der arabischen Sprache vertraut und gleichzeitig fiel es mir schwer, die Buchstaben zu erkennen. Also vor 2 Jahren hat es begonnen. Alhamdulillah, jetzt ist es mir möglich, sehr gut zu lesen und das aufgrund vieler Faktoren. Zum einen sind es die Klassen, die einen antreiben, weiterzumachen, die einen motivieren, die einen dazu bringen, immer am Ball zu bleiben. Und auf der anderen Seite ist es die Atmosphäre. Das heißt, man hat nicht immer eine angespannte Atmosphäre, sondern es ist auch mal lustig. Und zu guter Letzt ist es begründet durch unseren Koranlehrer, Sheikh Abu Muhammad. Denn er hat ein Auge für seine Schüler. Und er weiß, was in ihnen steckt, was für ein Potenzial in ihnen steckt. Und das fördert er auch. Und auf der anderen Seite ist es halt so, man hat halt, für gewöhnlich hat man ein strenges Bild von einem Koranlehrer. Aber bei Sheikh Abu Muhammad ist das anders. Er hat eher einen lustigen Charakter. Du kannst 100 Fehler machen, er würde dich nach dem 100. Fehler genauso korrigieren, wie er es beim ersten Mal gemacht hat. Und das ist auch eine Sache, die mich, Alhamdulillah, und viele andere seiner Schüler sehr weit nach vorne getrieben hat. Und wie gesagt, es ist noch der lustige Aspekt, der vorhanden ist. Beispielsweise, ich möchte euch eine Sache erzählen aus meinem Kurs. Da gibt es einen Bruder. Jedes Mal, wenn er einen Fehler gemacht hatte, pflegt er es zu sagen, Malich. Und Malich heißt sowas ungefähr wie, ist egal. Das heißt, der Sheikh hat ihn korrigiert und er hat jedes Mal gesagt, auf Marokkanisch oder Arabisch, Malich, yani, ist egal. Und er hat weitergemacht. Und der Sheikh hat das ignoriert. Und ich habe ihn dann mal angesprochen. Ich meinte so, Ali, weißt du eigentlich, was Malich heißt? Und er ist davon ausgegangen, dass es Entschuldigung heißt. Und er hat das schon 3/4 Jahre hat er das durchgezogen, Malich. Jetzt kommt eigentlich mein Favorit, also mein Lieblingspart, der Jubiläumsfeier. Und zwar, der Prophet sallallahu alaihi hat gesagt, wer dem Menschen nicht dankt, dankt Allah subhanahu wa ta'ala nicht. Und dementsprechend, diese Null-Community besteht nicht nur aus der Taskforce und aus uns, sondern
jede Menge Helfer für die Taskforce, jede Menge Helfer für viele Bereiche, die nicht nur von 4 Leuten getragen werden können. Und die möchten wir ganz herzlich danken, unseren Dank aussprechen. Dieses Papier ist nicht allein nur Aussagen, sondern wir wollen damit nur unseren Dank aussprechen. Und ob ihr weiterhin bei uns bleibt oder ihr uns verlässt, wir sind dennoch sehr dankbar für das, was ihr getan habt. Und wir wünschen uns, dass wir lange, lange noch zusammen arbeiten und voneinander profitieren können. Dieses Jahr versuchen wir es nochmal. Letztes Jahr hat er einen Witz erzählt und dieses Jahr haben wir es wieder erzählt. Das ist alles. iOS jetzt hier am Start und wir veranstalten jetzt eine kleine Quizshow. Wir fangen jetzt mit der ersten und schwierigsten Frage an. Und zwar, wie alt ist die Null-Community? Falsche Antwort. Ist das nicht falsch? 18.8. 2020. Wir haben heute 20.8. Das heißt. Wow. An welchem Tag wurde das Herr gegründet? Am 18. August 2020. Ich hab Angst. Welche Bücher wurden im Buchclub behandelt? Welches war der erste Film, den wir zusammen mit Kommentar von Stefan angeschaut haben? Wo hab ich's los? Nein. Irgendwas mit der Art, oder nicht? Okay, ich kläre auf. Es ist Urknall des Terrors, Mekka 1979. So, die nächste Frage. Wie heißen die zwei neuen Shows, die zuletzt eingeführt wurden? Das erste Wort ist Was gibt es denn?
Ja. Wo fand die letzte Jubiläumsfeier statt? Könnt ihr euer Wasser trinken, weil es ist nicht, wenn es aber wir haben wirklich zuerst. Wie heißt der Sektor? Stell doch. In the Beningin. In the Beningin. Nein, ist es nicht so? Ist es nicht so? Ich verstehe es akustisch nicht. Na komm. Nächste Frage. Ich war die erste Person, die den Server reingeschickt hat. Ja. No, God, please, no! 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 Zwei? Ja. Ja, zwei. Ja. Nur Nein! Schwierige Frage. Wie heißt der Großgelehrte, der macht das jetzt hier? Ja, aber den Namen nicht. Okay, nein. Warte, wie viele Namen willst du falsch sagen? Namen ist falsch zu sagen. Vier. Ja, ich kenne den Namen ganz. Das ist interessant, glaube ich, hier. Sag den Namen. Also, sein falscher Name ist ja Mohammed Hassan. Ah, der hat mich ganz schön verrückt. Ja, ich die ganze Zeit. Von der Familie des Sahabi. Ja, das ist der Lange. Das ist der Lange. No. Wir haben zwei Leute, die in Ägypten leben, aktiv auf dem Server sind. Oha. Ja. Der eine heißt Abdallah und der andere. Der andere Mohammed. Nein! Hey! Ja. Abdallah und Hassan. Richtig. So, Leute, wir haben jetzt zwei Finalisten. Und das sind Gruppe 1, Team 1 und Team 3. Wozu bin ich hier? Team 2 und Team 4 scheiden leider aus. Die nächste Frage: Wer ist der beste Traumdeuter? Ja. Khalid oder Akbar? Nicht ein Alt. Aber wenn die falsch sind, sind die doch dran. Nein. Ich mach da nicht mit, du beschreibst die Liste und weißt das nicht. Ja, Susan, Emiljan, Jasmin. Wer? Alfred. Hat er doch gesagt. Hab ich doch gesagt, Alfred. Ihr habt mehrere Namen gesagt. Ja. Ich hab nur nach einem Namen gefragt. Aber der hat den Besten gefragt. Es gibt nur Abu Hajar. Hä? Warum fragst du danach den Besten? Als nächstes habe ich Zitate vorbereitet. Ich lese die Zitate vor, damit sie dann von Ihnen gewinnen. Okay. Ich schau mir sowas nicht an. Ich lese alles durch. Ja, ich habe mir das nie angeschaut. So. Allein das ist zu einfach. Nein, nimm doch was einfach. Ruhe. Ruhe. Also Küchen sind natürlich ganz klar Frauensache, weil der Frau muss das Ganze gut in der Hand liegen, weil die muss die Türen und Schubladen alle ordnungsgemäß aufmachen und am Ende muss sie die Elektrogeräte natürlich auch perfekt bedienen können. Also insofern muss die Frau sich das Ganze selber aussuchen. Osama.k schreibt, man braucht 2 Jahre, um sprechen zu lernen und 50 Jahre, um schweigen zu lernen. Dann schreibt Dr. Mohammed Ali, hä? Und dann schreibt die gesuchte Person, du hast doch ein paar Jahre, um das zu lernen. Also, wir haben es dir einfach gemacht. Ey, das stimmt gar nicht! Ey, geschoben! Wenn das stimmt, dann verlasse ich selber. Das stimmt nicht, das stimmt 100%ig. Das ist Elias. Das stimmt, aber ich habe zuerst gedrückt. Nein, ich habe als erstes gedrückt.
Bruder, die nächste Frage. Ich bin raus hier. Boy, that escalated quickly. Die nächste Frage. Haben wir schreibt, ach so, und wenn ihr eine helfende Hand braucht, kann ich gerne wieder helfen. Dann schreibt die gesuchte Person. Ich weiß es direkt. Sheikh. Ja. Sheikh hat geschrieben, helfende Elfen. Nein, Adam hat geschrieben. Adam! 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 Und zwar schenkt Dr. Mohammed Ali irgendwelche komische Zeichen im Chat. Und dann schreibt die gesuchte Wow. Das war ich und ich habe gesagt, ich spreche kein Zettel. Okay, hey, er nimmt voll. Er nimmt Sachen. Das zählt nicht, weil ein Zitat von mir ist. Schau mal, ich hab das irgendwie. Ihr müsst lauter reden. Daniel, lass mal da, damit ich das sehe. Du musst umdrehen. Was tut mir da nicht, mein Server? Vorher sollst du ein Bild machen, hä? Bruder! Hey! Ich bin fertig. Wer ist der Gewinner? Du bist die Leiche. Wir gehen gleich nicht mehr haben, die Person, die noch Büro machen müssen, soll das jetzt wieder tun. Wir versammeln uns wieder dahin. Das werden wir die Lehrkräfte verteilen und danach kommen wir noch ein letztes Mal zusammen. Vielen Dank, Frau Kommissarin.